Ja, wir haben. Was bitte? Wir haben sich gerade im Chat so gut unterhalten. Ja, schon wieder gedeep-talked? Ja, wir wollten eigentlich jetzt davor den Chatting-Stream machen. Und dann? Und dann offline gehen. Ja, wir wollten jetzt einfach nur quatschen. Ich bin gerade eben aus irgendeinem Grund bewusstlos in unserer Haupteingangshalle zusammengebrochen. Was? Direkt nachdem ich reingekommen bin, hat er mir, oh, Life-Support, 0% Energie, meine Batterie ist alle. Hast du keine Wireless drin? Nee. Ah! Warte. Ich eile zu dir. Frage ist nur... Hab ich noch... Ist... Ja, da kann man jetzt nichts machen. Ich muss hier ein GIF abmachen und respawnen. Nein. Ich kann auf deinen Anzug, wenn du unmächtig bist, zugreifen und kann dir eine Wireless-Batterie reinstopfen. Aber gib mir eine Sekunde. Oh, die gebe ich dir gerne. Ich bin bei dir. Ich sehe dich. Am Horizont, ich jetpacke sogar. Geil. Notrettung. Grab. Ich hab dich gegrabt. So, Anzug öffnen. Da ist eine 0% Batterie drin. Ich gebe dir eine Wireless Batterie. Schmeiß so, deine mal auf den Boden. Und dann sage ich... So, Zabes. Oh nein, bei mir steht Decreased. Oh. Das war wohl knapp nicht schnell genug. Aber dein Anzug leuchtet wieder. Aber du bewegst dich auch. Also mein Bildschirm ist schwarz und er lässt mich gerade so gar nichts machen. Filter sind an und ich habe auch Sauerstoff. Nee, aber da steht Decrease, also da geht nichts mehr. Da kann ich nichts mehr machen. Also ich könnte dir... eine Tablette haben wir auch, glaube ich, gar keine mehr. Ich gehe mal schnell schauen. Ja, dann muss ich wohl respawnen, denn ich bin tot. Warte, ich schau mal. Ey, wir haben noch eine Tablette, warte mal kurz. Ich probiere das mal. Ich geb... spät, ich habe respawned, weil ich tot war jetzt. Muss ich hier erstmal mein Schweißgerät wegwerfen? Ich werde jetzt nicht wegwerfen. Komm rein damit und das pumpen wir in das System ab. Nicht wegwerfen, weil sonst fliegt das wieder umher. Alles klar, ich komme rein. Okay, dann ziehe ich dich schon mal nackig aus. Ja, okay. Ich weiß, es ist einfach ein Service bei mir. Dackel ist das Service. F.A.S. War das jetzt mein Zeug, was ich gerade auf den Boden schmeiß? Ja, ne? Lass es vielleicht... Also, tu doch nicht den ganzen Kram draus, weil ich sowieso einfach den ganzen Kram, der da liegt, den hätte ich jetzt genommen und direkt mit meinem ausgetauscht. Ich hab also, dummerweise meinen... Ich wollte eigentlich den ganzen aus dem Boden schmeißen und denke mir, hä, da ist ja noch Stuff drin. Es ist mein Stuff gewesen, den ich gerade radikal auf den Boden geworfen habe. So. Deine Batterie liegt da auch noch. Du hast jetzt eine Wireless gerade drin. Ich tu die mal zum Aufladen. Hey, guck mal, da ist Parzibert. Parzibert! Bist du zur Besinnung gekommen? Ich kann es ja eh nicht ändern. Irgendeiner wird den Schädel anfangen zum Suchen. Wollte ja los gerade. Ja, aber dann ist Sub in sich kollabiert und dann konnte ich nicht mehr. Ja. Ich hätte sogar noch Batterien dabei gehabt, so ein Blödsinn, ey. Ja, jetzt halb so wild. Jetzt habe ich so eine schöne Wireless-Battery, das ist ja auch was Feines. Ja, die hält auch relativ erstaunlich lang tatsächlich. Sammle ich hier mal den ganzen Käse ein und füge ihm der Rezyklierung zu. Los, meine Träge, wir sind auf Feind gestoßen. Markus, dankeschön für 100 Billies! Dankeschön! Markus, der Frank sagt gerade Ehrenparty. Ich finde das richtig und wichtig. Das heißt, das sind jetzt da wie viele Subs, wenn ich in Ehrenparty bin? Was? ganz kurz, ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass unser Temperaturraum, also unser Tankraum, der heiß werden könnte, sollte,
minus 8 Grad aktuell auf der Uhr hat. Ich weiß, ich bin bei dir drin. Ja, ne, ich wollte es auch Zappes noch sagen. Achso, er wollte das einmal so in die Runde sagen. Ja, weil jetzt ist ja das Pumpensystem funktioniert ja jetzt auch. Und dann. Wir haben hier Minusgrade. Sauerstoff ist aber noch. Okay. Hä? Sauerstoff ist hot. Warum ist der Sauerstoff so heiß? Why? Ach so, weil. Wieso? Wieso ist der so? Wieso ist das so? I don't know anything about that. Zappest, im Übrigen, deine Pflanzen oben machen einen sehr soliden Eindruck. Das freut mich. Da werde ich heute auch einiges tun in diesem Gewächshaus, sofern sich keine anderen fürchterlich dringenden Tasks für mich finden. Es gibt so ein, zwei, aber da könnte man jetzt schon mal anfangen. Das wäre so ein schöner Einstieg. Alger, einen wunderschönen guten Abend, genauso wie Spielgucker. Hallöchen euch. Das wird mehr so ein über mehrere Streams-Projekt, was ich da vorhabe. Da will ich Dinge passieren lassen. Die Temperatur ist hot. Ach so, das ist da drin. Das hätten wir eigentlich abschalten können, das ist totaler Stuss gewesen. Das, was hier hochführt. Warum ist der so heiß? 10 Megapascal sollen da durch. Naja, okay. Weil Sauerstoff aus den Öfen kommt, das kann sein, dass das immer so stufenweise wird. Aber es scheint sich gerade so halbwegs zu fangen. Und dann wird es leer gepumpt, weil dann unterschreitet es gleich die 20 Grad. Weil der Raum super kalt ist gerade. Und dann steigt die Temperatur wieder an, also es pingpongt hier die ganze Zeit. Jetzt müsste es losgehen. Ne, es wird mehr. Obwohl die Temperatur unterschritten ist. Es wird mehr. Komische Sache. Wieso wird das mehr? Das sollte doch jetzt unter 20 Grad weniger werden. Warte mal kurz. Ich habe eine Idee. Und ich schau mal, ob oben im Tank was ankommt. Ja. Das ist gerade hochgesprungen. Es dauert halt ewig, bis da mal ein bisschen was. Ja, aber das funktioniert. Er pumpt schon. Er pumpt nur mehr Sauerstoff rein. Das liegt auch daran, dass wir aus der Base Sauerstoff jetzt abpumpen. Das System funktioniert ja jetzt. Im Übrigen, das hast du vielleicht beim letzten Stream noch nicht mitbekommen. Das haben wir nochmal ein bisschen geändert gehabt. Also es funktioniert jetzt tatsächlich. Wir haben mehrere Zuluftbereiche geschaffen, über den kompletten Korridor verteilt. Und jetzt funktioniert auch das Abpumpen deutlich attraktiver. Das heißt, unser Speichertank sollte sich jetzt auch bei 8% Sauerstoff in der Atmosphäre einfach ein bisschen füllen. Man sieht auch im ganzen Korridor so einen leichten Luftstrom hinten Richtung deines Bergwerks. Und die Temperatur hält sich eigentlich ziemlich gut bei 25 Grad. Nice.
Genau, ich habe oben im Übrigen noch ein paar Kartoffeln angepflanzt, weil Patsy unbedingt welche haben wollte. Nope. Das halte ich für ein Gerücht. Und da musste ich ja, da war ich ja quasi gezwungen, ja. So ist das hier oben so komisch. Patsy. Ja. Wollen wir jetzt nochmal ganz am Anfang vielleicht die. Also nachdem ich mal kurz gespeichert habe, vielleicht nochmal was mit den Aufzügen testen. Ja. Oder gehen die jetzt mittlerweile? Warte. Lass mich vorher speichern, bitte. Ja. Warte, kurz Spiel speichern, das dauert immer eine Weile. Ja. Aber schaut gut aus. Okay, ist currently locked. Boah, Patsy, du bist ja voll weit gekommen noch. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht mehr wahrgenommen. Du schaust, ne? Ey, Wahnsinn. Nicht schlecht. Finde ich gut. Schau doch hier mit der neuen Brücke hier drüben, mit dem Tower, schaut das auch voll gut aus. Aber ich glaube, den Turm werde ich nur so niedrig lassen, weil das Problem ist, daher die Plattform da oben so hoch war, es bringt es nicht, den Turm auch so hoch machen. Ja doch, wir können ja da durchbrechen an der Stelle. Ist wirklich den zweiten Turm auch so hoch war? Ich weiß es nicht. Es wird halt irgendwie passend aussehen. Die Frage ist nur, also hier müsst ihr ja noch dann außen noch mal eine Wand kommen, ne? Ja. Yeah. Die Frage ist halt... Die Wand ist gerade falsch. Wir hätten dann halt einen Turm, der rauf führt und einen, der runter führt, damit man sich nicht... Also wir hätten zwei parallele Aufzüge, würden halt bei vier Leuten schon ein bisschen Last wegnehmen, ja. Aber wie oft werden wir das... Wie oft wird das der Fall sein? Ja, wenn da oben die Kryopods sind, ja. Mein Plan ist ja jetzt ich muss ja die Türme noch eine Versorgungssteigleitung hochlegen mit Sauerstoffgemisch. Was brauchen wir noch? Wasser brauchen wir oben noch? Sauerstoff und Wasser müssten reichen, ne? Und Strom brauchen wir oben, aber den hast du ja eh da. Warte mal, ich geh mal schnell nochmal hochschauen, wie weit ich da eigentlich war, was ich noch brauche. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Also, Patsy, ich sag dir, wie es ist, ne? Also, wenn du sagst, nee, weißt du, reicht mir, dann lass bleiben. Ne? Dann kann man das ja erstmal abschließen. Wenn wir Bock drauf haben, können wir es ja immer noch ändern. Ja, ich lasse es einmal offen stehen. Okay. Wenn wir es ein Ding machen, aber ich bin ganz ehrlich, mich macht das Turmbaum mürbe. Okay, dann lass bleiben. Weißt du, warum dann weiter, ne? Ja, man im Kreis laufen wird irgendwann mal übel. Ja, ich weiß, ich hab's gerade gemerkt. Ja gut, dann, Patsy, du könntest mir oben beim Ausbau helfen, wenn du magst? Ja. Oder, ach nee, warte mal, das ist ja das gleiche Problem. Hast du das mit dem Aufzug jetzt schon probiert? Nein, ich habe noch gar nichts gemacht, weil ich nicht weiß, wo. Sag mal, Zwerg. Mann. Hast du eventuell aus Versehen, als du mich durch die Gegend geschleudert hast und so, meinen Helm behalten? Probieren. Gehen ganz nach unten, das Problem. Nein. Könnte das eventuell sein, dass der Aufzug wieder spawnt. Das Problem ist nämlich, ich weiß auch, warum die Aufzüge nicht funktionieren, weil wir keinen Aufzug haben. Was? Ja, da ist kein Aufzug drin. Oh. Das könnte das großen Rätsels Lösung sein, unter Umständen. Ja. Jetzt gehe ich halt ganz nach unten in Zappes Betthöhle. Betthöhle. Und entferne das unterste Teil und platziere den neu. Warte kurz, eine Sekunde. Ja. Es läuft nämlich gerade ein Safe. Okay. Safe. Das dauert aber eine ganze Weile, also das ist ein Safe zu machen. Jetzt ist er fertig. War heute irrsinnig fleißig, Zwerg. Ja. Ich möchte, dass du sagst, wie stolz du auf mich bist. Ich bin immer stolz auf dich, aber die Frage ist, weswegen? Ich bin heute 32 Kilometer mit dem Rad gefahren. Was? Der Biking-Bert? Wow. Respekt. Mhm.
Und das nach 4 Jahren. Ich das erste Mal wieder Leistung, quasi Sport mit Leistung gemacht. Und war überrascht, dass ich eigentlich die ganze Zeit meine Ausdauer ist für den Arsch, aber. Ist sie nicht? Anscheinend doch nicht. Ja. Morgen Muskelkater okay. Des Todes, ne? Ja, ich hab hier jetzt in der Ankündigung vom Stream stehen, mir brennt Arsch und Bein. So muss das sein. Nee, ich hab nachher gesagt, also komm heran hier. Ja, aber gut, ich bin tatsächlich Aufzüge beeindruckt. Aufzug funktioniert nicht. Dann gehe ich dort hin, wo der Fehler aufgetreten ist, das ist nicht bei dir oben. Was? Ich habe damit gar nichts zu tun. Oh Gott, warum funktioniert jetzt das Sound nicht? Sound Alert nicht. Was ist denn da schon wieder los? Sound Alert. Achso, ich wollte mir noch eine Wireless-Batterie herstellen. Ich habe ja jetzt eine zu wenig. Okay. Machen wir mal schnell eine Wireless-Batterie. Und dann, meine Lieben, und dann besorge ich mir erstmal wieder ein paar Steel Sheets. Oh nein, ich bin so kaputt. Und dann geht's weiter damit, ne? Gut. Alles, was ich brauche, okay. Also, was brauche ich nicht? Ich brauche keine Kabel. Die sind party only. Ich habe 2 Batterien dabei. Das war fürs Schweißen, das lasse ich mal. Die Spraydose brauche ich nicht mehr. Das Glas lasse ich auch mal für Partybert. Nee, warte mal, das brauche ich. Tatsächlich. So, die Dinger kann ich mit hochnehmen, muss ich aber jetzt noch nicht machen. Wir brauchen aber ein paar Pipes. Warte mal, habe ich irgendwo eine Liste? Was habe ich denn für eine Farbe für Sauerstoff gemacht? Weiß ich das noch mal? Sauerstoff ist weiß bei dir. Nee, ich meine Gemisch. Ach so. Also Atemluft. Nö. Doch, warte mal. Aber das ist natürlich super dämlich, ne? Ich habe Khaki genommen, quasi in meiner Liste, wo ich mir mal Vornotizen gemacht habe. Als Sauerstoffrohr. Okay. Aber Khaki? Wirklich? Das ist halt ähnlich wie braun, wie das Abgasrohr. Das kann man halt leicht verwechseln, ne? Das hier, ne? Das hier als... Ja, wobei, das ist so... Weiß ich nicht. Haben wir gelb schon? Klassisch gelb? Aber gesagt auch gelb. Gelb könnte man nehmen, ne? Dann ändere ich das mal hier ab. Dann nehmen wir einfach klassisch gelb, einfach als Kühlrohr. Als Sauerstoffgemischrohr. Gut, weil dann fange ich nämlich schon mal an, im Turm in der Versorgungsgeschichte damit zu legen. Aber reichen das, was ich hier habe, reicht da auf keinen Fall aus, um Luft hoch zu. Und vor allem, wir müssen ja nicht nur. Gemisch hoch, doch, wir müssen nur hauptsächlich nur Gemisch hochlegen und ein Waste-Rohr wieder runterführen für die Abluft. Boah, hier wird ja wild geatmet auch noch. Wildes Atmen. Ja, lass mal laufen, das kann man auf jeden Fall laufen lassen.
Ja, da brauchen wir ungefähr 5000 Rohre, circa. So, die Steel Sheets habe ich auch noch dabei. Dann brauche ich noch ein paar Padded Walls. Gut. Dann läuft das schon mal. Genau, das Gemisch müssen wir dann schauen, wie wir das dann durch die Base legen. Ich glaube nicht, dass 5000 reichen. So, ich fürchte, ich muss gleich mal geschwind reloggen. Ja? Weil ich habe diese interessante Situation, dass wenn ich Sachen fallen lasse, sie ganz woanders landen, als ich gerade stehe. Ja, das ist der Klassiker. Das ist ein Desync. Ja. Da muss ich mal ganz kurz raus, weil das sieht nämlich gerade auch so aus, als würden deswegen gewisse Dinge nicht funktionieren. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Man kann auch wohl auch per Logik die Geschwindigkeit vom Aufzug verändern. Ja, voll. Machen wir mit 200% mehr Speed. Einfach so raufschießen wie eine Hyperloop. Ich glaube, das Problem bei dem Aufzug ist, je schneller der ist, desto instabiler ist die Bodenplatte. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit 200 Speed hochkommst, ist relativ gering, weil du durch den Boden durchwachst. Ja, ja. Glaube ich auch. Aber der Aufzug funktioniert wieder. Ja? Ja. Danke! Oh, Parzibert! Das ist die schönste Nachricht des Tages. Für mich würde es schönere Nachrichten geben, aber ich bin froh, dass es für dich zumindest die schönste Nachricht des Tages ist. Ja. Ja. Ja, ja. Zumindest du hast die schönste Nachricht des Tages bekommen. Einer muss es haben. Einer muss es, ja. Da hast du recht. Zumindest einer. Immerhin. Mhm. Ich freue mich, dass es ich bin. Ja. Man muss mit den kleinen Dingen im Leben, weißt du? Ja, ja. Verstehe ich. Man muss mit den kleinen Dingen im Leben zufrieden sein. Oder Licht automatisch einschalten. Ja, das weiß ich, ja. Ja, ich esse Ben & Jerry's Bolota Cheesecake. Der Gönnbär. Dann bitte auch eine Aufzugmusik. Aufzugmusik würde ich aber füllen. Was da passiert? Severino. Mhm, was denn? Was war da? Wo? Des Schädels oder was? Ja, das war mein Schädel von vorhin. Und weil wir von jedem schon einen haben, habe ich meinen eigenen gerade einfach mal in die Anlage geworfen, zwecks Rezyklierung. Verstehe. Ganz kurz, ich pumpe jetzt nochmal fix, während das alles hier läuft, Atmosphäre in unser System. Currywurst. Ist auch geil. Ja. Ich meine, die Pommes, die kann man gerne selber essen. Aber Currywurst nehme ich. Ja? Currybert? Bin nicht so ein Pommes-Freund. Aber das hatten wir schon. Das verstehe ich gar nicht. So, jetzt pumpen wir nochmal. Ja, mal es kommt immer davon an, die selbstgemachten, die selbst aus dem Kartoffel geschnitzten, die esse ich schon. Aber diese typischen abgepackten. Grauslich sogar? Ja. Eigentlich gar nicht. So, ich mag auch generell kein abgepacktes Futter. Nein. Jetzt pumpen wir mal hier rein bis so, ich sag jetzt mal so 4 Grad. Ja, machen wir mal so bis 10 Grad Temperatur. Machen wir jetzt mal hier ein bisschen mit Action. Weil jetzt haben wir minus 2 hier drin. Ich meine, das tangiert die Base jetzt zum Glück nicht mehr. Wasting Caution. Dann entleeren wir doch den Wasting einmal. Wenn der auf Caution ist. So, was hast denn du da eigentlich da oben geplant? Ich habe keine Ahnung, Zwerg. Ich bin gleich da, ich warte noch, oder ich pumpe gerade nochmal kurz. Ich weiß nicht.
genau, wo deins liegt, aber die Schleuse hinten, wo es zur Mine rausgeht, ist mit einem Error in Config tot. Oh. Okay, normalerweise, wenn man die nachher wieder bedient, sollte der Error plötzlich wieder weg sein. Das ist meistens nachher ein Server-Neustart. Ich habe zufällig eine Diskette dabei, ich schau mal, ob da was geht. Mach mal ganz kurz Stromsparmodus bei uns. Im Tankraum laufen ungefähr 5000 Lampen. Und eigentlich muss in den Raum fast niemand rein. Das heißt, ich habe jetzt mal ein bisschen in die Energiesparzwergrichtung gemacht. Ja, mit den Strompreisen. Ja, man weiß ja nie, ne? Ja. So ist ein bisschen, in Rechnung gestellt. Ist ein bisschen dunkler jetzt, aber ich finde es nicht schlimm. So, wir haben jetzt immer noch 10 Duster Grad. Meinst du? Duster, ja, Duster. Nein, 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 da wollte ich nicht hin. Ne, ist okay. So, ja. Wo denn für ein Problem? Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Hack's nicht. Die Konfiguration von dem Airlock sieht eigentlich voll okay aus. Dann musst du das Display also so weit abbauen, also komplett abbauen und wieder neu hinstecken. Das kommt manchmal vor. Das musst du komplett abbauen, das ganze Ding. Ich muss aufpassen, dass mein Ben & Jerry's nicht komplett wegschmilzt. Ich glaube, das gebe ich. Bringe ich schnell eben. In den Tiefkühl. In den Kühler. Mhm. Na schnell Luft schnuppern und bin gleich wieder da. Jo. Ich komme schon mal raus. Ich muss jetzt noch überlegen, wo ich die Zu- und Ableitung reinbaue. Ich habe schon eine Idee. Er mag mich auf Netflix. Was ist denn hier los? Also falls einer von euch mal Bock hat, gelegentlich einen Blick drauf zu werfen, bin jetzt so ein bisschen am Ende mit meinem Latein. Okay, schaue ich mir gleich gerne an. Ich muss bloß gerade hier noch ein Kabellos mir überlegen. Hier. Ah, toll, da laufen die Kabel jetzt hier lang. Oh. Ich muss ungefähr hier hinkommen. So, bin wieder da. Oh. Ich konnte gerade nicht aufstehen, ich musste gerade mit meinem Computerstuhl Richtung Küche rollen. Die Leiden des jungen Berts. Ich kann wirklich meine Oberschenkelmuskeln, die tragen heute mein Körpergewicht nicht mehr. Du wirst lachen, so eine Situation hatte ich auch mal. Und zwar, nachdem meine Frau fieserweise eine Wii gekauft hat. Und wir haben damals, glaube ich, 3 Tage am Stück Tennis und was weiß ich nicht alles gespielt. Und ich hatte in jedem einzelnen Scheißmuskel meines Körpers so einen Muskelkater. Ja. Und dann waren wir eingeladen bei Leuten. Und ich bin quasi bei denen nur durch die Küche gerobbt. Oh nein. Ich meine, ich kenne das, dass ich das mit dem Bein das nicht betragen können, aber bei mir ist das jetzt schon ewig lang her. Aber das ist echt. Ich wollte gerade aufstehen und ich habe nicht aufstehen können. Meine Oberschenkel haben gesagt, nö, du bleibst sitzen. Das war's für heute. Kannst du mal voll vergessen, ey. Wird nachher lustig mit dem Hund spazieren gehen, wird sehr lustig werden. Mach langsam. Mit dem Stuhl runter, die Treppen runterfallen. Einfach mal runterplumpsen lassen. Man soll ja nur keine Dinge machen, die man nachher in Sanität nicht erklären kann. Das könnte ich ja nachher erklären. Einfach sagen, 32 Kilometer nach 4 Jahren, Oberschenkel geht nichts mehr. Oberschenkel kaputt. Ja. Oberschenkel nur existent, aber nicht mehr funktional.
So, was wollt ihr jetzt? Ich komm gerade auf. Ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Aber langsam, ja, weil ich leg Rohre noch. Ach so. Ah. Ja, ich sehe. Ich bring gerade Sauerstoff nach oben. Also, zumindest die leere Rohrleitung, die das mal irgendwann beinhalten soll. Also wenn das jetzt so nach Plan läuft, dann wäre der Raum oben, wenn wir ihn mal A fertig haben, B entlüftet haben, könnten wir ihn dann natürlich mit fertigem Gemisch mal pumpen. Ich weiß, was ich vergessen habe. Und zwar einen Wireless Charger da oben hin zu platzieren. Ah ja, das wäre angenehm.